ein rotes Ausrufezeichen nach dem anderen im Computersystem. Grund dafür sind Lieferengpässe von verschreibungspflichtigen Medikamenten. Jeder dritte bis vierte Kunde ist hier in der Walldorfer Zentralapotheke von der Problematik betroffen. Auch der Rentner Rudolf leidet unter der Medikamentenknappheit. Schlecht, sehr schlecht. Das war nicht jetzt das erste Mal, das war ja schon immer so die gleiche Lage. Nicht? Dann haben wir 14 Tage gewartet, dann hat man kriegt man angerufen, dann kann man es holen. Nicht? Auch heute konnte er seine Tabletten wieder nicht abholen. Seine Ration daheim reicht aber nur noch für höchstens 3 Wochen aus. Wann eine Lieferung kommt, kann ihm auch Apotheker Stefan Bastuk nicht sagen. Die Problematik zeichnet sich eigentlich schon seit dem letzten Jahr ab. Das hat sich seit 2018 immer weiter gesteigert. Und ob wir jetzt schon den Höhepunkt erreicht haben, kann ich gar nicht sagen. Das weiß ich ehrlich gesagt nicht. Es hält sich auf einem relativ konstant hohen Niveau, dass 250, 300 Packungen im Moment nicht da sind. Ein Problem in praktisch jeder Apotheke sowie Krankenhäusern deutschlandweit. Ein Grund dafür ist die Verlagerung der Produktion in außereuropäische Länder und gleichzeitig zu wenigen Produktionsstätten. Alternative Präparate sind zwar verfügbar, aber sind nicht für jeden die Lösung. Nein, lebe nicht. Weil ich habe schon eben was anderes gehabt, die habe ich dann nicht vertragen. Da habe ich Ausschläge bekommen. Ist es. Der Apothekenvereinigung zufolge hat sich die Zahl der nicht verfügbaren verschreibungspflichtigen Arzneien von 4,7 Millionen auf 9,3 Millionen Packungen fast verdoppelt. Für den Apotheker gibt es daher nur einen Wunsch. Die Politik, die Hersteller, die Krankenkassen und auch diejenigen, die sich fachlich damit auskennen, Ärzteverbände, Apothekerverbände, alle zusammensetzen und an einem Strang ziehen, das Thema erörtern, um wirklich für den Patienten eine Verbesserung der aktuellen Liefersituation hinzubekommen. Das ist meines Erachtens nach der richtige Ansatzpunkt, weil es sehr, sehr viele Baustellen gibt, die dort zusammenkommen. Bis dieser Wunsch in Erfüllung geht, heißt es für den Apotheker und den 84-jährigen Rudolf warten.